Hallihallo, happy morning in the morning. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Und ich hoffe natürlich auch, dass du so wunderschönes Wetter hast, wie ich hier habe. Seit Tagen Sonnenschein, Wärme, blauer Himmel. Das wünsche ich mir natürlich von Herzen. Falls es nicht so ist, falls es nicht so sein sollte, dann ist es auch nicht schlimm, weil jede Art von Wetter ist einfach traumhaft, wenn man das Schöne darin erkennt oder daran erkennt. Ja, meine Liebe, mein Lieber, ich habe heute ein ganz spezielles Orakel für dich dabei. Mit dem arbeite ich schon sehr lange, von Nikis Kartenblick. Und das ist so für die, die an Wiedergeburt oder Reinkarnation glauben oder auch nicht, an vorige Leben. Weil wir natürlich auch aus eventuellen vorigen Leben, die Seele inkarniert ja immer wieder, und jeder nimmt natürlich auch aus vorigen Leben Eigenschaften mit denen er im jetzigen Leben oftmals gar nichts anzufangen weiß, Und deswegen ist diese Art von Kartenlegung schon sehr speziell, aber es gibt oftmals auch ganz schöne Hinweise auf eventuelle Eigenschaften oder, womit man dann das ein oder andere Karma oder Mitbringsel aus früheren Leben knacken kann oder lösen kann. Ja, manche Menschen haben gewisse Ängste, die sie sich nicht erklären können, oder gewisse Thematiken, die sie sich nicht erklären können, weil sie sie aus der Kindheit her gar nicht kennen, auch nicht im Verwandtenkreis, Bekanntenkreis, Eltern auch nicht. Und damit, mit dieser Legung, bekommt man oftmals auch ganz schön wichtige Aufschlüsse rein. So, jetzt fangen wir mal an, und zwar damit, wo du, also egal, eine Seele inkarniert ja zigmal, also keine Ahnung, wie oft jede Seele schon mal hier inkarniert ist auf der Erde, aber wenn wir jetzt hier so eine Kartenlegung machen, dann ist es immer das Leben, was aktuell eine Rolle in deinem Leben spielt, von den Eigenschaften her, oder einer Thematik, die du dir nicht erklären kannst, die dir aber halt eben auch im Wege steht. So, jetzt schauen wir mal, wo du geboren bist. So, was haben wir hier? Da haben wir Italien. Oh, wow. Und wir haben ja, hier sind zwei Karten gefallen. Einmal Italien, einmal Rom, und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie zusammenhängt. Deswegen sind sie auch beide gefallen, okay? Also, wir haben hier einmal das Jahr 1800 bis 1900, und wir haben hier einmal 500 bis 1200, also zwischen 500 und 1200, zwischen dem Jahrhundert. Heißt also, könnte sein, dass es hier um zweier voriger Leben geht. Und jetzt schauen wir mal, was für einen Beruf du hattest. So, Edelmann. Okay. Oder Frau. Na gut, da lassen wir es mal bei einer Karte. Okay. So, jetzt schauen wir mal nach deinem Stand, ob du reich warst, Vermögen. Wie warst du, was warst du in deinem vorigen Leben? Okay, du warst verheiratet. Verheiratet als Edelfrau. Welche Personen standen dir nahe in diesem Leben? Eine Tante, die dir nahe stand, und eine Mutter. Ich bekomme gerade rein, dass ich hier
nochmal eine Karte legen muss, darf, kann, soll. Okay. Verheiratet, neugierig, familiär und distanziert. Okay, wir schauen weiter. So, eine Tante, eine Mutter standen dir besonders nahe. So, und wie war dein Ableben? Nicht erschrecken, ne? Das hört sich immer so krass an, aber es ist aus deinem vorigen Leben. So, da haben wir Selbstmord. So. Jetzt können wir natürlich davon etwas ableiten, ne? Also du bist in Italien geboren, vielleicht bist du sehr, sehr lebendig, ne? Vielleicht bist du so die italienische Mama. Warte mal, ich lege das mal ein bisschen hier so hin, dass ihr das seht. Vielleicht liebst du italienisches Essen, vielleicht liebst du das Meer, vielleicht liebst du die italienische Kultur, vielleicht bist du sogar Italienerin, jetzt auch in diesem Leben, das kann natürlich auch sein. Ne, dann geht es halt eben auch um deine Vorfahren, kann sein. Entschuldigung. Okay, und du warst eine Edelfrau, was immer man jetzt darunter versteht, ne? Also Edelmann ist jetzt hier als Ritter, ne? Ich sehe den Edelmann eher so oder Edelfrau als Beschützer, Bewahrer, fleißig, ausdauernd, ne? Der kommt mir hier so vor wie der Ritter der Münzen, ehrlich gesagt. Ne, ja, also auf jeden Fall auch treu. So, und man sieht hier, dass du verheiratet warst, sehr familiär, aber auch distanziert und neugierig. So, da haben wir schon mal einen Disput, kann sein, weil, also, ne, falls du jetzt Italienerin sein solltest, gewesen sein solltest, ne, dann warst du halt auch sehr lebendig, ne? Die Italiener mit ihrem Oh, oh, ma che vuoi! Und so, aber du warst halt auch verheiratet, ne? Du warst gebunden, familiär sowieso, okay, das ist man als Italienerin sowieso. Also ich meine, jetzt, ne, wir wollen jetzt nicht hier bei Rassen, ne? Familiär, aber halt eben auch distanziert. So, und jetzt haben wir hier eben diesen Disput. Neugierig, aber distanziert, ne, weil, abgesehen vom Zeitaspekt, ne, wir haben zwar hier mal das 18. und 19. Jahrhundert, aber hier das 5. zwischen 5. und 12. Jahrhundert, ne, da gab es halt andere Ansprüche, aber halt auch hier in dieser Zeit, und da durfte man meiner Meinung nach nicht wirklich neugierig sein, aber man war es halt. Und weil man das nicht sein durfte, ne, oder weil man halt eben auch verheiratet war, durfte man natürlich nicht hier neugierig sein. Das musste man unterdrücken. Und jetzt hattest du in einem dieser Leben eine Mutter und eine Tante, die dir sehr, sehr nahe standen. Jetzt kannst du dich reinfühlen, in welcher Verbindung oder in welcher Beziehung stehst du zu einer Mutter beziehungsweise einer Tante, okay? Ne, es ist ja ein allgemeines Orakel. Ich stelle hier lediglich etwas vor, aber du fühlst dich da rein oder wenn du dich reinfühlst, dann kannst du hier, ne, in deine Situation reinfühlen. Was hat es mit deiner Mutter und mit deiner Tante zu tun? Ne? In welchem Bezug stehst du zu diesen beiden? Oder was mir hier auch irgendwie reinkommt, ist hier so dieser, die Tante, die einen irgendwie so pusht, ne, hey, mach doch, tu doch, lass dich nicht unterdrücken, ne, und dann die Mutter, die dann vielleicht wieder den Daumen drauf hält und sagt, hier, erinnere dich dran, du bist verheiratet, du hast deinen Mann nicht zu verlassen, als verheiratete Frau macht man das ein oder andere nicht, ne, und dadurch hat man sich dann sehr distanziert verhalten. Man war aber halt eben auch neugierig. Und hier
nämlich so ein Disput war, ne, die Tante ist meistens die, die jemanden unterstützt, ne, und die Mutter ist halt so, man sieht es halt hier auch auf dem Bild, ne, die ist halt auch so, so lieb und kann natürlich auch sein, dass es andersrum war, ne. Da musst du dich jetzt reinfühlen. Und wir haben hier den Selbstmord. Und jetzt bitte nicht persönlich nehmen, ne? Sich nicht abschrecken lassen. Das ist ein Impuls, okay? Welcher hier zum Beispiel durch diesen Disput zwischen Neugierde und Distanz nicht erträglich war. Und man hier einfach ein Leben lebt oder gelebt hat, leben musste, was einfach nicht mehr zu einem gehört. Und ich möchte jetzt mal spaßeshalber noch die Lennys dazu nehmen, einfach um nochmal, ja, vielleicht bekomme ich einfach nochmal ein paar Klärungen rein. Also hier mit dem Sarg haben wir hier schon mal den Stillstand, ne? Das heißt also, es geht um Transformation dieser beiden Leben, weil es hier um einen Stillstand ging oder geht. Und dieser hat hier, oder diese Transformation aus dieser beiden Leben hat etwas mit Gefühle zu tun. So, jetzt möchte ich mal ganz konkrete Klärungskarten hier. Okay, wir haben hier den Richtungswechsel, die Bewegung, die interfamiliäre Bewegung, Aktivität und wir haben die Neugierde und da haben wir jetzt die Wolken, ne? Die dunkle Seite der Wolken ist auf dem Verheiratetsein, ne? Auf der familiären Aktion, Aktivität. Und die hellen Wolken haben wir auf der distanzierten Seite, beziehungsweise auf der Karte der Neugierde. Ne? Also das heißt, man war neugierig, man durfte nicht, man konnte nicht, man wollte nicht, in Anführungsstrichen, aber man hat nach mehr gewollt, nach mehr gesucht. Und durch die Distanz, die dann logischerweise entsteht halt hier auch Kummer und Sorgen mit den Vögeln hier aus dem Elternhaus auch, ne, verheiratet, familiär, Mutter, okay, dann ist es halt auch die Mutter, die für den Kummer gesorgt hat, aber genau darin liegt auch das Geschenk. Das heißt, wenn du in deinem jetzigen Leben sehr distanziert bist, aber auch neugierig bist, dir es aber vielleicht durch ein Mutterthema oder ein Elternthema oder weil du hier eine Edelfrau bist, ne, dich so siehst, kann natürlich x Millionen andere Gründe haben, ne, weil du vielleicht so erzogen worden bist, das eine oder andere macht man nicht, das tut man nicht, das sagt man nicht, sowas in der Art, weswegen man halt auch nicht wirklich authentisch ist und dadurch halt auch im Außen auf der Gefühlsebene nicht greifbar ist, okay? So, und wir haben jetzt das Schöne, hier haben wir die Blumen als das Geschenk, das heißt, es könnte jetzt bedeuten, wenn du mit diesem Orakel in Resonanz gehst, ne, dass es das Geschenk wäre, erstmal die Erkenntnis und vor allem auch, dass die Distanz an dieser Stelle halt einfach auch falsch ist. Denn diese Distanz kommt von, wie gesagt, Elternthemen oder egal was, es stresst dich, distanziert zu sein. Es macht dich nervös, es stresst dich und du möchtest eigentlich, so wie dieser Vogel hier, möchtest du eigentlich davonfliegen, okay? Und das wäre in der Tat halt eben auch das Geschenk. So, jetzt schauen wir mal auf die Tante, was wir da haben. Ja, die Tante hat halt für den Fels in der Brandung gesorgt und ich empfinde diesen Anker immer auch als Unabhängigkeit. Kann also sein,
dass deine Tante sehr unabhängig war und wie vorher schon erwähnt, vielleicht gerade deshalb auch so dich in deiner Neugierde eher unterstützend in Richtung Unabhängigkeit stoßend, na, sagen wir es mal so. Und ja, deine Mutter war eventuell so dieser Part, nee, du bist verheiratet, Familie, das ist wichtig, pipapo, und da haben wir es auch schon. Hier ist der Turm gefallen, ne? Der Turm steht für die Begrenzungen, für die Grenzen. Und dadurch steht der Turm auch für den Kopf, ne? Kopfenergie, das Gegenteil von Herzenergie, weil der Kopf begrenzt ist, ne? Der Kopf, die Gedanken setzen Grenzen aus Angst, aus Bedenken, aus Zwiespalt. Und wenn wir jetzt mal uns auch das Jahr oder die Zeit anschauen, ne? Da hat Angst geherrscht, da war Abhängigkeit, war da in der Zeit halt notwendig einerseits. Wobei damals im 5. Jahrtausend, ich meine zwischen 500 und 1200, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es damals zu der Zeit war. Es kann aber auch genau sein, dass daher auch der Disput bzw. die Diskrepanz von Neugierde und Distanz erweckt ist, ne? Und ja, auf jeden Fall war die Mutter sozusagen in diesem Leben eher so die Begrenzte, die im Kopf war und dadurch halt auch sehr rational war, ne? Von der Zeitqualität her auch gar nicht immer so verkehrt. Jetzt habe ich hier eine Karte mitgenommen. Welche haben wir denn hier gehabt? Muss ich mal schnell schauen, nicht, dass die nachher nochmal rausfliegt. Wobei es dann auch so gewollt wäre. Deswegen würde ich es nicht immer schlimm finden. Ah, wir hatten, ja, den Kompass hatten wir hier. Wo ist er denn jetzt? Habe ich den mit eingesteckt und jetzt ist er verschwunden. Aber egal, falls der rausfliegt, dann weiß ich ja, dass es der Kompass war. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt legen wir mal eine Karte auf den Selbstmord. So, da haben wir das, die Brücke, ne? Die Brücke steht ja für Chancen und Möglichkeiten und für das Brückenbauen, okay? Einen Weg zu ebnen, okay? Und hier kommt mir ganz klar rein, es ist der Weg zwischen Neugierde und Distanz, beziehungsweise nur weil man verheiratet ist und familiär eingestellt ist, heißt es nicht, dass man seiner Neugierde nicht nachkommen darf. Was mir auch ganz klar hier reinkommt, ist so dieses, sei nicht neugierig, das hat dich nicht zu interessieren. Kommt bei mir auch ganz klar rein als Mutterthema, rationales Denken, eingegrenztes Denken. Man darf nicht neugierig sein, man muss den Mund halten. Man darf nicht nachfragen, es hat dich nicht zu interessieren, okay? Und das ist halt auch etwas, was einen distanziert macht, von der Eigenschaft her. Aber dennoch halt nicht die Neugierde, dadurch erledigt sich nicht die Neugierde, ne? Es gibt halt auch einen Unterschied zwischen negativer Neugierde und positiver Neugierde. Ne? Neugierde ist erstmal grundsätzlich ganz, ganz wichtig, weil Neugierde weckt Eigenverantwortung und vor allem selbstständiges Denken. Und darum geht es ja auch beim Anker. Ne? Selbstständiges Denken, Eigenverantwortung. Mit beiden Beinen im Leben stehen. Deswegen steht der Anker auch im Lennemoor für die Arbeit. Ne? Arbeit macht unabhängig. So, jetzt brauche ich mal schnell einen Schlucki. Ich habe echt eine sehr, sehr kühle Wohnung, aber selbst bei den Temperaturen wird es hier in der Wohnung richtig, richtig warm. So, genau. Und ne, so, und dann gibt es halt diese negative Neugierde, wenn der Nachbar halt permanent hinter der Gardine steht und dich beim Rasenmähen
beobachtet, ne? Oder damit er halt dann beim anderen Nachbar was über dich zu lästern hat, weil du paar Grashalme vergessen hast. Ist übrigens auch dieser Stress hier, ne? Das Außen, Nachbarn, Freunde, Bekannten, Eltern, Schwiegereltern, sowas, ne? Das Außen auf jeden Fall. Und dadurch, dass man hier distanziert sich im Außen verhält, kann es natürlich sein, dass das Eigenschaften sind, die man also quasi aus früheren Leben mitgenommen hat, wenn du dir zum Beispiel in diesem Leben das nicht erklären kannst, okay? Es kann aber natürlich sein, dass du als Seele dir genau dieses Leben wieder ausgesucht hast, um genau dieses Karma abzulegen, ne? Weil es geht ja hier ums Brückenbauen, ne? Damit, also ich hoffe, dir macht das Thema jetzt echt keine Angst, ne? Weil es ist echt etwas aus früherem, vorigem Leben. Und soll auch nur ein Impuls sein, okay? Also ich, ne? Und es geht ums Brückenbauen. Ums Brücken bauen, um sich diesbezüglich durchzusetzen, mit dem Thema oder mit der Sache, die einen beschäftigt, zu der es einen hinzieht, die man erleben oder erledigen möchte, die man noch erleben möchte. Ne? Neugierde ist ja auch immer was von Sehnsucht. Neugierde, wie gesagt, es gibt die positive Neugierde und es gibt die negative Neugierde. Ne? Und da musst du dich auch selber reinfühlen. So, und jetzt schläge ich mal noch eine Karte in die Mitte, beziehungsweise eine Karte aus dem Tarot für deine aktuelle Energie. Da haben wir den Page der Münzen. Es geht wirklich um einen Neubeginn. Es geht um darum, dein Leben abzusichern. Ne? Der Anker hier zum Beispiel. Vielleicht geht es bei dir um ein gutes Angebot, was du bekommen hast, oder um eine neue Arbeit oder um eine andere Arbeit, und du bist jetzt innerlich in einem Disput, weil du einerseits neugierig bist, die neue Arbeitsstelle anzunehmen, aber du halt vielleicht hier immer dann noch diese Worte im Kopf hast, ne? Die Worte der Begrenztheit, nein, tu das nicht, hier weißt du, was du hast. Kein Risiko eingehen, dies, das, jenes. Aber was hier auch ganz, ganz wichtig ist, du als der Page der Münzen hast diese Intuition, ne? Du bist kein Mensch, der ein Risiko eingeht. Hier als Mensch mit Erdenergie, vielleicht bist du auch, ja, vielleicht bist du sogar ein Erdzeichen. In dem Fall Steinbock, Stier oder Jungfrau. Oder ne, es geht einfach nur um einen Neubeginn, um sich etwas abzusichern, dein eigenes Leben aufzubauen, eine neue Geldanlage oder ein neues Haus oder ne, irgendwas, was ein Fundament bietet, was dir etwas absichert. Und jetzt schauen wir noch, um was es geht. Der schöne Schein, ne? Der schöne Schein ist halt eben das hier, wo man sich im Außen anpasst. Damit der Nachbar oder der, keine Ahnung, der Arbeitskollege nicht über einen lästert, nicht über einen schlecht redet. Deswegen bleibt man hier an einer Stelle sitzen und bewegt sich nicht und ist dadurch sozusagen im Knast, ganz oben drinne, wie die Rapunzel, ne, die raus will, aber nicht kann. Und du möchtest aber losfliegen, ne? Du möchtest hier in die Eigenständigkeit, in dein eigenes Gefühl, in deine eigene Lebendigkeit dir was Eigenes aufbauen. Und es geht im Prinzip darum, sich aus diesem Gedankenknast zu befreien, ne?
aus der Begrenzung herauszugehen, weil halt einfach alles tatsächlich nur Schein ist, was mit dem Außen zu tun hat. Es ist egal, was die Nachbarn, die Arbeitskollegen, Mutter, Vater, Schwiegervater, Tante, Onkel, was die alles denken, ist alles egal, weil es in diesem Leben nur um dein Leben geht, okay? Und es geht darum, dieses Karma aus eventuellen früheren, vorigen Leben abzulegen. Und das wäre jetzt zum Beispiel das, ne? Das Außen, das begrenzt, dass man im Außen begrenzt ist, damit keiner von einem was Schlechten denkt, ne? Also das heißt, entweder man bleibt hier stehen, ne? Im Stillstand, es geht nichts, oder man fliegt davon und lebt sein eigenes Leben, okay? In Unabhängigkeit. Denn wenn man hier sich unterdrücken lässt, ist man abhängig von seinen Mauern, weil man ohne diese Mauern nicht leben kann. Ohne diese Mauern hat man Angst, Bedenken, Zweifel, Unsicherheiten. Und deswegen bleibt man hier oben im Turm sitzen. Aber du möchtest fliegen, weil du neugierig bist. Du möchtest fliegen und du möchtest losfliegen. Und du legst hier keinen Wert mehr auf diesen Schein. Na, das ist also quasi dieses Karma, was es gilt, in diesem Leben abzulegen. So, meine Liebe, mein Lieber, jetzt haben wir wieder einige Minuten in Anspruch genommen, jetzt wieder dieses Video, aber es ist egal. Wenn es interessant ist, soll es auch so sein. Und ich, vielleicht hast du Lust auf dein eigenes voriges Leben, das zu erfahren, ne? In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Deine Sandra.